Servus, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog von mir, nämlich dem Duell der Fanfreundschaft zwischen unserem FC Bayern und unseren Freunden aus Bochum. Let's go. Das Hotel hinter mir ist übrigens das Hotel, in dem Pep Guardiola gewohnt hat während seiner Zeit als Bayern-Trainer hier in München. Und einige von euch hatten unter meinem letzten Video kommentiert, dass ich die Maß falsch ausspreche und es Mass heißt. Also bestellt man dann eine Maß, ist es richtig so. Da die Stadt durch das Oktoberfest so dermaßen überfüllt ist, dachte ich, ich zeige euch heute mal eine andere Ecke von München. Hier ist der Königsplatz mit seinen beiden Museen. Wirklich ruhiger ist es trotzdem nicht, denn dort vorne ist eine Demo. Die Fanfreundschaft mit dem VfL Bochum existiert seit 1973 und ist damit eine der ältesten Fanfreundschaften in Deutschland. Älter als zum Beispiel Hertha und der KSC und auch Schalke und die Nürnberger. Entstanden sein soll die Fanfreundschaft im November 1973, als unsere Bayern auswärts ein Auswärtsspiel in Bochum hatten und einige unserer Anhänger von einigen Bochumer Fans quasi gejagt wurden. Und sich der älteste Fanclub der Bochumer, die Bochumer Jungen, haben das mitbekommen, haben sich dazu entschieden, unseren Bayern zu helfen. Danach ist man noch gemeinsam in die Kneipe, hat ein paar Versöhnungspilz getrunken. Als kleines Dankeschön durften die Bochumer dann eine Ehrenrunde drehen im damals neuen Olympiastadion. Und trotz einiger Rückschläge hält diese Fanfreundschaft bis heute an, hatte letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum. Alle, die da im Stadion waren, wissen, was wir da für eine geile Choreo hatten, gemeinsam mit den Bochumern. Ansonsten haben wir eine Fanfreundschaft mit Empoli aus Italien, Carl Zeiss Jena und auch St. Pauli. Die meisten Fanfreundschaften bestehen zwischen den Ultras von einem Verein und den Ultras vom anderen Verein. Weitere bekannte Fanfreundschaften sind zum Beispiel eben erwähnt Hertha KSC, Schalke Nürnberg, Lautern Stuttgart oder auch Lautern 60 und Dortmund Köln. Oh nein, schaut mal Leute, eigentlich wollte ich jetzt in dem Döner im Özurfa was essen, weil der sehr, sehr gute Bewertungen hat. Hat aber heute leider geschlossen. Aber egal, denn nicht weit weg ist der Turka Döner, der soll auch sehr, sehr gut sein. Da geht's jetzt hin. Hier haben wir den Döner und letztes Mal haben wir ja das Urus-Getränk von Visca Barça und vielen anderen getestet. Dieses Mal habe ich es endlich gefunden. Gönnergy von Montana Black, bin sehr gespannt. Prost! Ich muss sagen, schmeckt sehr gut. Immer könnt ihr so einen Geschmack aber auch nicht trinken. Jetzt der Döner. Sieht gut aus. Ich muss sagen, er ist echt okay, solide, holt mich aber nicht ganz ab. Ich würde ihm eine 7 von 10 geben. Prost. Wir sind da an unserer wunderschönen Arena. Die letzten drei Heimspiele gegen die Bochumer haben wir 3:0, 7:0 und 3:1 gewonnen. Bochum steht aktuell auf Platz 13, hat in den letzten drei Spielen jeweils ein Unentschieden geholt. Dementsprechend jetzt auch 3 Punkte auf dem Konto. Wir müssen heute aber dennoch gewinnen, denn Leverkusen immer noch vor uns. Seit gestern ist auch Stuttgart vor uns. Wie krass ist bitte Girassi diese Saison? Hat glaube ich schon 10 Tore geschossen. Geistkrank. Ich bin gespannt, ob sie dieses Niveau halten können, beziehungsweise wie lange sie dieses Niveau halten können. Und kleiner Funfact noch zur Freundschaft mit den Bochumern. Letzte Saison hatten die Dortmunder ja ein Lied, glaube ich, in Augsburg auswärts, als sie dachten, sie werden Meister. Und das wurde am letzten Spieltag umgedichtet. Da sich die Bochumer am letzten Spieltag retten konnten, wir Meister wurden von unseren Ultras in Bayern München wird Meister und Bochum bleibt drin. Mein Tipp heute ist ein freundschaftlicher 2:0 Sieg. Ich bin gespannt, ob wir De Ligt endlich spielen sehen. Vielleicht auch Mattis oder ob wir Mattis erst in Münster eventuell in der Startelf sehen. Ich bin hyped. Let's go! Ich habe Sarah und Mona hier vom Stadion getroffen. Was ist euer Tipp heute? Wir sagen 4:0, 2 Tore Harry Kane, 1 Sané und 1 Gnabry. Und hoffentlich und Musiala. Und Ende auf die 1. Ja, und hoffentlich Musiala. Sagst du auch 4:0? Ja. Nee, 4:1. Ich sag 4:1. Wir rotieren ordentlich durch. Am allermeisten freut mich, dass De Ligt von Anfang an spielt. Wir sehen zum ersten Mal in dieser Saison De Ligt und Kim in der Innenverteidigung von Beginn an. Mega. Choupo wird auf der 10 spielen, bin ich gespannt. Ansonsten Leimer auf der 6 neben Kimmich und Masraoui wird von Beginn an starten. Heute war ja etwas weniger vorm Spiel zu sehen. Es ändert sich wieder im DFB-Pokal gegen Münster am Dienstag. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Like das Video für mehr Aufmerksamkeit. Heute sind wir im Block 319. Da saß ich auch noch nie. Es ist über der Südkurve und es soll eine Choreo geben heute. Ich bin sehr gespannt, wie das von meinem Platz aussieht und ob die Bochumer auch wieder eine haben. Und zwar sind wir heute hier in Reihe 1, Platz 11. Das ist der hier.
Liebe Grüße an Ingo für die Karte. Wir haben einen perfekten Blick über unsere Südkurve. Da unten sieht man die Choreo, die vorbereitet ist. Drüben die Bochumer. Und dafür, dass man hier im Oberrang ist, ist es in der ersten Reihe echt geil. Sind es echt geile Plätze. Unsere Spieler kommen raus! Hier kommen die roten Freunde, hier ist der deutsche Rekordmeister. Mr. Kane, endlich heute sehen wir ihn wieder in der Startelf. Top 3 bester Spieler letzte Saison. Delicht! Bei der Choreo steht hier Südkurve 72. Robin ist heute auch wieder am Start, was ist dein Tipp? 0-1. Einfach Doppelpack. Juan trifft auch mal wieder und schießt. Irgendwie sowas. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist 4-0. Leon auch hier gerade getroffen. Was ist dein Tipp heute für Spiel? 4-0 für Bayern. Wer macht die Tore? Kane 2, Coman oder Sané 1 und Tell 1. Passend zur Wiesn spielen sie Stern des Südens mit einer Blaskapelle. Boah, geil. Das Tor gesehen von Kim. Jetzt schießt Kimmich. Was macht er? Oh, stark von Ulreich. Und die Bochumer auch mit einem Banner. Alle raus in den Stadion. Schön, dass ihr da seid. Die Fans des FC Bayern München. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Jetzt Leroy. Oh! Sau stark! Ja, Mann! Dieser Pass von Sané war geisteskrank. Und die Mitnahme! Tor! Für den FC Bayern München! Und die Nummer 13, Erik Maxim! Jubo! Bayern München!
gleich einen Wechselgesang mit den Bochum Ultras. Jetzt singen wir VfL. Von dem Licht. Oh. Oh, sehr schöner Pass wieder. Jetzt ging's weg. Marcel. Oh. War ganz, ganz, ganz knapp. Jetzt habe ich das Tor nicht drauf. Der Licht hat getroffen. Boah, ich gönn's ihm richtig. Der 29. Spielminute. Tor. Durch diesen schönen Kopfball. Unsere Nummer 4, Matthijs. Matthijs. Hey, Licht. Matthijs. Hey, Licht. Matthijs. Hi. Oh, und wie schön wieder von Coman. Und Sané ist durch. Sané muss rüberlegen. Und Kane macht die 4. Stark wieder von Tim. Ich liebe ihn in der Abwehr. Ich finde ihn jedes Spiel so stark. Boah. Starke Parade, aber auch von Tim. Pass, Leroy macht sie! Sau stark! Der Pass auf Leroy, wie er vollendet! Wahnsinn! Wartet! Pass kam von Kane! Ach du Kacke! Perfekt gewartet und dann vollendet! Leroy! Leroy! Und es geht weiter! Wieder starker Pass auf Sané und nach innen. Kane! Immer wieder FCB von Elbe! Oh, oh, stark Kim. Jetzt Sané schicken. Ja. Und wieder ein Pass wie vorher beim 1-0. Schade, aber es ist wieder saustark von daneben. Der Typ ist mega drauf. Ich bin jetzt ganz oben in der letzten Reihe. Fazit zur ersten Halbzeit. Ja, man merkt den Klassenunterschied, finde ich. Auch wenn ich gehofft hätte, dass wir unsere Freunde aus Bochum nicht so abschießen, muss ich sagen, es ist ein verdientes 4-0. Zweite Halbzeit kommen sie auf unser Tor, auf die Südkurve. Vielleicht kriegen wir auch nochmal das ein oder andere Tor drauf. Ansonsten ist es ein geiles Spiel, erfolgreich für uns. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Oh, was ist denn bei Dortmund los? Ansonsten an der Stelle noch liebe Grüße an Daniel, dann an dich Tom, an Johannes und Tom und an Leon. Oha, Makai ist da. Wo ist er? Da unten. So, weiter geht's. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid. Und jetzt spielen sie auf uns. Ich glaube, das kann eine richtig schöne Halbzeit werden, wenn sie genauso zaubern in der ersten Hälfte. Bayern München. Minuten bekommen, jetzt ist Super drin. Warum? Oh. Super! Oh. Oh, vielleicht Hand?
Elfmeter. Fünften Elfmeter, das könnte das 15-0 werden. Hier macht uns ein Sport kaputt. Was lachen. Davis macht auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Schaut euch an. Ist das stark. Ah, da ist... Oh. Mach's allein. Oh. War sogar Posten. Oh. Abseits, aber was der für Schuss als raushaut. Sau stark von Sané. Könnten wir auch schon 8-0 führen. Tell kommt. Sie rein, schießt! Ja! Martin Tell! Nummer 39, Mattis! Tell! Nein! Oh, sicher! Wir spielen einfach richtig stark. Es macht richtig Spaß zu schauen. Gerade gesagt und dann geht's weiter. Boah, jetzt auf Kane. Wir machen seinen ersten Hattrick für uns. Harry Kane. Noch ein Tor. Nein, es wird überprüft. Jawohl, Totze. Meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch als gegen unsere Freunde, ist trotzdem geil geworden zu haben. Super Bayern, ey! Ey! Super Bayern, ey! Ey! Martin Stell! Servus, mir ging es heute nicht so gut, deswegen hoffe ich trotzdem, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich versucht heute ein bisschen mehr von der Stimmung mit reinzubringen. Und ja, ansonsten beim nächsten Video geben wir wieder 110%. Dienstag ist es soweit im Preußen, DFB-Pokal. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke für den ganzen Support und immer wieder cool, auch viele von euch hier zu treffen. Und bis dann, ciao.